Servus Cowboys, heute stelle ich euch das Care-Paket für jeden Cowboy vor, der in den Wilden Westen auswandern will. Und zwar zum einen habe ich die Legends Cowboy Rifle und dann habe ich den Colt Single Action Army .45. Es ist ein bisschen außergewöhnlich für mich, aber ihr habt nach Abwechslung verlangt. Hier ist sie. Los geht's. In einer wunderschönen Verpackung kommt sowohl hier das Legends Cowboy Rifle aus Vollmetall mit einem schönen Kunststoffschaft daher. Richtig wertig verpackt, macht Lust auf mehr und hier seht ihr den Colt Single Action Army .45 als CO2 BB Airgun Version. Und die hier haben wir auch eine Steel BB Version. Ich habe den Colt und die Cowboy Rifle jetzt mal für euch ausgepackt, habe die mal ein bisschen schön hier hergestellt. Ich hätte gesagt, wir schauen uns einfach erstmal die technischen Daten an, bevor wir in die Nahaufnahmen gehen. Natürlich Chronitests machen wir und auf jeden Fall einen Schusstest. Technische Daten. Zuerst einmal die Cowboy Rifle, 96,6 cm lang, ein Lauf von 46,6 cm. Das Gewehr wird mit 4,5 mm Stahl-BBs geschossen, wird angetrieben von zwei CO2 12 Gramm Kapseln. Die zeige ich euch dann später auch nochmal, wie wir die reinbauen. Und wir haben hier einen Single-Action-Abzug. Ein Gewicht haben wir von 2526 Gramm. Und dann haben wir die Daten von dem Colt, 27,5 cm lang, eine Lauflänge von 5,5 Zoll, daher kommt auch die Bezeichnung Single Action Army 5,5 Zoll, ist eben dieser Lauf gemeint. Ein sechsschüssiger Colt, der hier auch mit diesen, hier haben wir sie, Patronenhülsen befüllt wird, in die dann jeweils ein 4,5 mm Stahl-BB reinkommt, ein Gesamtgewicht von 867 Gramm. Ich hätte gesagt, wir gucken uns jetzt die beiden Schätzchen meiner Aufnahme an. So, ihr Hobby-Cowboys, hier vorne seht ihr das Laufende, obendrauf verbaut das Korn. Gucken, ob man das schön reinbekommt. Den 46,6 cm langen Lauf der Vorderschaft. Ich stelle es gerade mal auf. Hier oben drauf habt ihr die höhenverstellbare Kimme. Die Bezeichnung Cowboy Rifle. Das System hier ist übrigens aus Vollmetall. Und dann haben wir hier den Repetierhebel. Hier seht ihr den Abzug. Dann sehen wir den Hinterschaft. Und hier hinten, einfach zu öffnen, zeige ich euch auch später, die Schaftkappe, wo man dann eben auch die zwei 12 Gramm CO2-Kapseln reinnimmt. Hier seht ihr die manuelle Sicherung, die entweder aktiviert oder herausgenommen werden kann. Und dann haben wir oben den Hahn. Dann lege ich das gerade mal ab. Hier seht ihr die 10 Patronenhülsen, die jeweils mit einem Stahl-BB befüllt werden und dann ins System reingelegt werden. Das zeige ich euch später aber beim Schusstest. Und dann kommen wir hier zum Colt. Hier seht ihr es auch draufstehen. Colt Single Action Army .45. Das ist die 5,5 Zoll Version. Sprich, der Lauf, der hier vorne ist, ist eben diese 13,97 5,5 Zoll lang. Dann haben wir hier den Single Action Abzug. Wir haben insgesamt 6 von diesen Patronenhülsen, die ihr mit Stahl-BBs füllen müsst. Und hier unten dran am Griff seht ihr dann auch die Innensechskantschraube.
hier oben der Abzugshahn. Schaut echt richtig wertig aus. Zu erwähnen ist noch, dass wir hier bei dem Cowboy Rifle einen glatten Lauf haben und der Colt hat einen gezogenen Lauf. Ich hätte gesagt, wir gucken uns jetzt erst einmal den Chronitest der beiden Waffen an. Viel Spaß! So, wir kommen jetzt zum Test des Single Action Army Colts .45 mit dem 5,5 Zoll Lauf. Wir machen 10 Schuss, 0,35 Gramm schwere Stahl-BBs, habe ich auch eingestellt. So, das waren die 10 Schuss. Durchschnittliche Energie 1,8 Joule. Ich glaube, das können wir minimal nach oben rechnen. Der eine Schuss war wohl eine Fehlmessung aufgrund des Kunstlichts, vermute ich. Durchschnittliche Geschwindigkeit von über 100 Metern. Der eine eben, wie gesagt, 87 Meter. Ich glaube, das war eine Fehlmessung. Bis 108 Meter, also kann man sagen 100 bis 108 Meter. An Geschwindigkeit und eine Leistung von ungefähr 2 Joule. Und jetzt sind wir beim Test der Cowboy Rifle. Machen auch wieder 10 Schuss. So, 10 Schuss haben wir gemacht, durchschnittlich 5,11 Joule, das ist echt ordentlich. 171 Meter die Sekunde, 166 die mindeste bis 181, Konstanz von 15,5, Abweichung vom Mittelwert von 4,4 Meter. Ihr habt den Chronitest gesehen von dem Colt, dessen originales Vorbild der Peacemaker ist. Und bei unserem Gewehr hier ist es ein Winchester als Originalvorbild. Ich würde euch gerade ganz gerne noch kurz zeigen, wie man diese beiden Waffen lädt. Also ich habe mir hier mal eine Handvoller Stahlkugeln auf die Hand getan. Ich selbst habe das jetzt einfach mal so mir angeeignet, dass ich einfach eine Hülse nehme. Hier habe ich schon ein paar gefüllte, muss ich aufpassen, die waren noch vom Chronitest. Eine Hülse nehme, von oben einfach drauf drücke auf die Hand und schon werden die gefüllt. Das Schöne an diesen Hülsen ist, dass die sowohl für den Colt als auch für die Winchester, hätte ich jetzt fast gesagt, als auch für die Cowboy Rifle, die gleichen Hülsen verwendet werden. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr euch Ersatzhülsen kauft, ich werde euch auch gleich zeigen, wieso das vielleicht gar keine schlechte Idee ist, müsst ihr dann nicht unterscheiden oder verschiedene kaufen. So, jetzt haben wir es gleich. Zack. Und die letzte. So, die sind geladen und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir doch einfach mal zum Schusstest. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich werde einfach mal auf 10 Meter oder 11 Meter sind es, werde ich mal schießen. Mal gucken, ob man den Waffen damit gerecht werden kann. Natürlich haben wir hier keine Präzision von einer Diabolo-Waffe, das sollte uns klar sein. Dafür ist es auch nicht gemacht, aber wir schauen mal, was wir an Präzision hinbekommen. Viel Spaß! Ich zeige jetzt gerade nochmal hier, wie man die Patronen lädt. Die Stahl-PBs habe ich drin, wird seitlich reingeschoben. Und dann ziehe ich hier leicht an dem Hahn
und schon gibt es das eben frei. Ich habe es verschlossen und dann hätte ich gesagt, wird es mal Zeit für den Schusstest. Viel Spaß, Leute! Es ist echt richtig schwierig hier auf die Entfernung. So, das waren erstmal die ersten. Wir machen insgesamt 10 Schuss. So, ein kleiner Cut dazwischen, dass es nicht zu langweilig wird, bis ich nachgeladen habe. Wir machen jetzt noch eine Trommel leer. Und versuchen der Waffe wirklich so gut wie möglich gerecht zu werden. Die Entfernung ist schon natürlich heftig. Aber den Mann hätte ich auf jeden Fall beim Duell getroffen, so viel steht fest. Mit allen 12 Schuss. Okay, jetzt machen wir den Schusstest von der Cowboy Rifle. Ich möchte euch gerade noch mal kurz zeigen, wie das Gewehr geladen wird. Ich habe die Hülsen jetzt mit Stahl-BBs gefüllt und schiebe die hier seitlich in diesem Schacht. Ich hoffe, man sieht es. Einfach ein. Insgesamt 10 Stück. 3, 6. Dann muss noch eine reinpassen. Na, muss man hingucken, was man macht. Okay. Und jetzt wird es richtig cool. Ich möchte euch gerade mal zeigen, wie die Zuführung von der Patrone funktioniert. Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt hier seitlich reingesteckt. Jetzt drücke ich hier unten, der Arm verdeckt es ein bisschen. Okay, ich drücke jetzt hier unten den Hebel und dann hat sich hier oben die Patrone reingeschoben in den Lauf. Dann mache ich zu und fange mal das Schießen an. So, ist im Sitzen ein bisschen schwierig. Sollte vielleicht auch meine Lederweste anziehen dazu und meinen Hut aufsetzen. Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist die Schutzbrille. Ihr habt es gesehen im Chronitest. Über 5 Joule Leistung, wenn da so eine Stahlkugel mal zurückkommt, was immer passieren kann, dann möchte ich die schon mal nicht ins Auge bekommen. Ja, war schon leer. Okay, jetzt packen wir die letzten 6 Patronen noch rein. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das Nachladen von dem Gewehr macht auch unglaublich Spaß. Ich sollte mich trotzdem darauf konzentrieren, dann klappt es auch besser. So. Zwei noch, eins, zwei, so. Und jetzt seht ihr hier nochmal, Achtung, ich zeige es jetzt mal, das konnte ich vorher nicht zeigen. Zack, wird die Patrone hochgehoben und los geht's. Und das müsste die letzte sein. Jo, das war's. Zack. Jetzt gucken wir uns mal aus der Nähe an. Also ihr habt schon gesehen,
wie denn das Schussergebnis ausgefallen ist. Jetzt sind wir erstmal bei dem Ergebnis des Colts. Ihr seht Kurzwaffe auf 11 Metern über Kimme und Korn mit Stahl-BBs. Also ich behaupte mal, das ist wirklich nicht so verkehrt. Wäre das jetzt ein feindlicher Cowboy gewesen, ich hätte ihn 16 Mal getroffen. Und dann hier leckst mich am Ärmel. Guckt euch das mal an. Hier seht ihr meine Fingergröße. Ich habe hier gerade mit Stahl-BBs auf 11 Meter über Kimme und Korn geschossen. Also, das soll jetzt nicht meine Leistung irgendwie hier hervorheben, sondern einfach, wie präzise dieses CO2-Gewehr ist. Also, ich habe mit viel Holz gerechnet, aber damit, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Stark. Ich zeige euch jetzt gerade hier mal, wie man die CO2-Kartusche in den Revolver reinbringt. Hier unten seht ihr hier so eine kleine Aussparung, da kann man schön mit dem Nagel reingreifen. Ich kann die seitliche Abdeckung wegmachen. Dann drehe ich erstmal kurz hier die Schraube raus, setze die Kartusche ein. Und drehe die Schraube wieder rein. So. Und somit wäre die Kartusche angestochen. Beim Verschließen hier oben diese kleine Führung mitnehmen und einmal klack, und schon hätten wir hier den Revolver mit CO2 versorgt. So, jetzt will ich euch gerade zeigen, wie das bei dem Gewehr funktioniert. Ich drücke den Knopf hier unten rein, drehe den ein bisschen. Jetzt seht ihr, das Open steht hier oben. Hier unten dran lässt sich reingreifen. Die Schaftkappe abnehmen, dann drehe ich hier unten einmal das Metallteil raus, nehme das hier raus, stecke die erste Kartusche mit der Öffnung nach vorne rein, die zweite Kartusche mit der Öffnung nach hinten. Steckt es wieder rein, den Verschluss, und dreht es so lange fest, bis die beiden Kartuschen, jetzt hat man es gehört, angestochen sind. Gut, dann nehme ich den Deckel wieder, setze den wieder drauf, drücke den wieder rein und drehe den zurück. Und somit wäre auch das Gewehr befüllt. So Leute, wir sind beim Fazit. Was soll ich anders sagen, als wenn ihr mal einen Nachmittag voller Spaß wollt, wenn ihr draußen seid, wenn ihr irgendwie ein befriedetes Grundstück habt, eine Menge Blechdosen oder ein paar wirklich coole Ziele, einfach Schrothülsen oder einfach was, was man richtig wegschießen kann, dann habt ihr hier ein geiles Setup dafür. Ich habe mir zwar gedacht, dass es wirklich cool werden könnte, vor allem hier mit unserem Unterhebelrepetierer, sprich dem Cowboy-Gewehr, aber dass es so dermaßen cool wird und vor allem diese Präzision, ich habe an viel geglaubt, aber daran habe ich zuvor nicht geglaubt. Tja, was soll ich sagen? Das hier wird bei mir bleiben, der Colt. Ist wunderschön, aber ich bin halt normalerweise einfach ein Präzisionsschütze, beziehungsweise mag ich ganz gerne die Diabolos. Aber ich finde, so eine Waffe zum Austoben, einfach zum Spaß haben draußen, sollte man unbedingt haben. Und das ist bei mir die Cowboy Rifle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. An alle, die normalerweise auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel am Doc Snyder, sich ihre Reviews anschauen. Man möge es mir verzeihen, ich bin halt nicht der Fachmann jetzt speziell für die CO2-Gewehre bzw. Revolver oder Pistolen. Ich bin halt dann doch eher für die, ich sag mal, Diabolo-Gewehre, einfach Pressluft oder Federdruck dann der Mann. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht.
Vielleicht kommen ein paar neue Abonnenten dazu. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus, sagt der Gandhi.